sie. Ihr seht euch immer wieder. Du hast immer wieder das Gefühl, dass da doch etwas Besonderes zwischen euch ist. Das Ganze bewegt sich vielleicht auch vorwärts, aber irgendwann kommst du immer wieder an diesen Punkt, dass sie einfach kein Interesse mehr hat. Warum verliebt sie sich immer wieder in andere Männer und nicht in dich? Warum du immer wieder diesen Herzschmerz erleben musst und wieso andere Männer in den Genuss kommen, dass die Frau sich in sie verliebt und mit ihnen eine Beziehung beginnt und du eben als Letzter nach Hause gehst, das liegt an einer Sache. Es liegt noch an mehreren Dingen, die wir gleich alle aufrollen werden, aber als allererstes möchte ich mit dir über diese eine Sache reden, denn das ist der Grund, warum du bisher diese Frau noch nicht von dir überzeugt hast, warum sie sich nicht in dich verliebt hat. Mit dabei wieder unser Flirtcoach für Anziehung, Makako. Früher noch bei uns im Team als Teilnehmer gewesen vor ein paar Jahren, dann sich so durch die Decke entwickelt, dass er jetzt schon seit einer Weile bei uns mitcoacht und jetzt hier auch auf YouTube in der Show mich begleitet. Mega geil, dass du wieder da bist, Makako. Wir haben außerdem eine neue Art, eure Fragen zu beantworten. Und zwar ist das, indem du deine Frage uns per Instagram zusendest. Das bedeutet, wir wollen von dir, du kannst hier, siehst du irgendwo den Instagram-Account eingeblendet, Andy_Friday. Und per Instagram-Account sendest du uns bitte eine Sprachnachricht. Die Sprachnachricht ist maximal 60 Sekunden lang, also nicht länger als das. Wenn sie zu lang ist, also wenn sie länger als das ist, wenn es mehrere sind, können wir deine Frage leider nicht berücksichtigen. Das heißt, stell deine Frage innerhalb von 60 Sekunden als Sprachnachricht. Ja, natürlich ganz anonym, du sagst dann nicht deinen Namen, wir werden auch nicht deinen Account auf Instagram hier irgendwie zeigen, wir werden lediglich diese Sprachnachricht hier abspielen und werden dann anhand deiner eigenen Stimme auch sehr viel in deine Situation natürlich auch reinhören können und werden dort ein viel besseres Bild uns machen können von deiner Situation, von deiner Frage und so werden wir deine Fragen in Zukunft auch beantworten. Also mein Lieber, per Sprachnachricht sende deine Frage einfach an den Instagram-Account AndyFriday und wir haben zwei Fragen schon zugesendet bekommen, natürlich, weil wir die ganze Zeit irgendwelche Fragen zugesendet bekommen und diese zwei haben wir heute mit dabei. Ich würde sagen, wir legen direkt mit der ersten Frage los, die hat es in sich. Makako, bitte. Hi Andy, meine Frage wäre, warum sich Frauen nicht in mich verlieben. Ich treffe in regelmäßigen Abständen Frauen, aber es endet nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Dates. Manche gehen kommentarlos, manche mit komischen Begründungen, manche mit der Begründung, nein, ich habe es nicht gefühlt. Und ja, in dieser Übergangsphase, wo es dann alles nicht mehr so schön ist wie am Anfang, muss ich auch ehrlich sagen, leidet mein Selbstbewusstsein. Und ich treffe wahrscheinlich auch nicht immer die richtige Entscheidung. Ja, und so langsam gehe ich mal davon aus, dass das Problem irgendwo da liegen muss. Weil es kann ja nicht sein, dass ich immer nur Pech habe und die Frauen sich nicht in mich verlieben und ich nur auf die Richtige warten muss. Genau, das wäre meine Frage. Hast du das gehört? Hast du den letzten Satz gehört? Dass ich immer nur auf die Richtige warten muss. Wenn ein Mann in eine Beziehung oder in eine angehende Beziehung, sei es auch nur auf dem Arbeitsplatz, du siehst sie am Wassercontainer und du gehst auf sie zu und du denkst dir so, oh, die ist echt süß, ich würde sie gerne mal kennenlernen, das ist eine neue Arbeitskollegin. Egal in welcher Situation du gerade in dem Fortschritt der Beziehung mit ihr gerade bist, solange ihr nicht regelmäßig miteinander schlaft und ihr über eure Zukunftspläne geredet habt und ihr eure gemeinsame Familie kennengelernt habt und da ein ganz klares Signal für eine gemeinsame Zukunft von beiden Seiten her gekommen ist und ja, darunter gehört regelmäßiger Sex auf jeden Fall dazu, kannst du nicht davon ausgehen, dass sie die Richtige ist. Und selbst dann solltest du nicht davon ausgehen, dass sie die Richtige ist. Filtern, also zu schauen, dass sie ebenfalls sich ins Zeug legt dafür, dass du sie magst, sollte bis an euer Lebensende ein ganz normaler Bestandteil von jeder Beziehung sein. Ja? Also dieser Wortlaut, dass ich immer nur darauf warten muss, dass es dir irgendwann die Richtige ist, ist leider, und dass wenn du gerade zuschaust, der die Frage eingesendet hat,
Es sagt sehr viel über deine Erwartungshaltung an die Beziehung aus. Wenn du dich mit ihr triffst und sie hat immer mehr das Gefühl, dass du mehr von der Beziehung erwartest als sie, dann übt das einen großen Druck auf sie. Und das ist der Grund, warum Frauen sich dann Stück für Stück auch distanzieren. Wenn sie das Gefühl hat, dass du schon quasi mit Sack und Pack dich dafür entschieden hast, du hast quasi schon deine Zahnbürste mitgebracht, die steckt bei ihr, du redest schon mit ihr über Zukunftspläne, sie weiß, was du machen möchtest, wie ihr gemeinsam irgendwann mal in der Zukunft eine Familie haben werdet und. Und du siehst einfach bei ihr ein Gefühl von Abstand nehmen wollen. Du nimmst dieses Abstand nehmen wollen wahr, dann ist das ein Warnsignal. Dann bedeutet das, dass du zu viel in diese Beziehung schon hinein gewünscht, interpretiert hast, das noch gar nicht unbedingt da ist. Ja? Ich habe vorhin von diesen Situationen geredet, so selbst wenn ihr mehrmals miteinander geschlafen habt, heißt das nicht, dass du quasi mit Brief und Siegel jetzt hast, okay, sie ist die eine. Sachen können sich entwickeln. Wie viele Beziehungen waren am Anfang rosarot, in der rosaroten Brille, und dann nach mehreren Jahren erst ist dir aufgefallen, dass das irgendwie doch nicht das Wahre ist. Das ist die Geschichte der meisten Scheidungen. Ja, am Anfang echt toll und dann nach einer Weile irgendwie haben wir uns auseinandergelebt und ich merke jetzt Seiten an ihr, die habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist ein Prozess, der nicht nur, wenn du nach 10 Jahren in der Ehe irgendwann vor einer gescheiterten Ehe stehst, aktiviert werden sollte, sondern schon vom ersten Date an. Du solltest nicht sofort davon ausgehen, dass sie schon alles darauf setzt, dass ihr immer zusammenbleiben werdet. Ja? Überlass ihr auch die Möglichkeit, dass sie sich in dich verliebt. Und dazu gibt es einfach eine ganz einfache Möglichkeit und das ist filtern. Jede Begegnung mit einer Frau sollte davon geprägt sein, dass du dir noch nicht sicher bist, ob sie die Frau deines Lebens, lediglich eine gute Freundin oder vielleicht eine heiße Affäre wird. Das sind die 3 Möglichkeiten, die jedes Mal im Raum stehen, wenn du eine Frau kennenlernst. Und das sind auch die 3 Möglichkeiten, die jederzeit im Raum stehen. Selbst wenn du mit ihr 3 Jahre lang zusammen warst, dann sollte trotzdem diese Frage, sind wir zusammen auf Ewigkeit, haben wir eine heiße Affäre oder sind wir lediglich gute Freunde, das ist eine Frage, die jederzeit neu interpretiert werden könnte. Und das sollte dir keine Angst machen. Ich weiß, wenn ich das sage, dann hört sich das vielleicht so an wie, oh mein Gott, aber dann ist ja eine Beziehung nie safe. Im Gegenteil, genau dadurch ist sie ja safe. Dadurch bleibt deine Beziehung auch immer frisch. Dadurch bleibt sie auch immer wieder bei dir in den Gedanken mit dem Punkt, dass, boah, ich verliebe mich jeden Tag aufs Neue in ihn. Der ist so besonders, der verzaubert mich jeden Tag aufs Neue. Aber sie kann sich nicht jeden Tag aufs Neue in dich verlieben, wenn du schon Brief und Siegel dahingelegt hast, dass du immer bei ihr sein wirst und dass du weißt, sie ist die eine und da wird es niemals irgendjemand anderen geben. Wenn du diese Hoffnung in sie hineininterpretierst, dann gibst du ihr gar nicht die Möglichkeit, dass sie genauso für dich empfinden kann. Ja? Es ist ein organischer Prozess. Das ist ja viel zu starr. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass alles schon besiegelt ist und beide Parteien in Anführungsstrichen eigentlich nur noch Ja sagen müssen. Wo ist denn da das Ende und der Anfang? Also, ich habe mich in dich verliebt. Hier ist meine Entscheidung. Bitte gib mir deine Entscheidung. Jetzt ist es vorbei. Wir haben uns beide entschieden. Safe, das war's. So funktioniert es im echten Leben ja nicht. Ich meine, es ist ja dieselbe Thematik wie, stell dir vor, Andy, du bist jetzt eine Frau und ich würde dir sagen, hier ist meine Liebe, hier ist meine Hoffnung, hier sind meine Träume. Hier, bitteschön. Halt sie fest und bewahre sie auf ewig. Damn, das ist Druck. Was denkst du? Das ist doch einfach nur noch Druck. Das würde ich nicht wollen. Ich glaube, das würdet ihr auch nicht wollen. Aber seht das mal aus dieser Perspektive. Ja? Das ist der Hauptgrund, warum Frauen irgendwann ihr Interesse verlieren. Ist Druck.
Ja, und jetzt habe ich mit sehr vielen Männern auch geredet, die sagen, aber Mensch, also irgendwie, wie soll ich denn weniger Druck ausüben? Ich meine, soll ich gar nicht, wenn ich mich gar nicht melde, dann treffen wir uns vielleicht nie. Das bedeutet nicht, dass du keine Impulse setzt. Du kannst jederzeit irgendeinen Impuls setzen. Du kannst sie in die Hand nehmen, kannst sie küssen. Das sind alles gute Impulse für eine gesunde Beziehung, die jederzeit kommen sollten. Aber einen Impuls zu setzen bedeutet nicht, Druck auszuüben. Du kannst sehr entspannt einen Impuls setzen. Ja? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ihr habt gerade miteinander geküsst, ihr habt euch abgeküsst, ihr seid echt gerade dabei, das Ganze ins Schlafzimmer zu verlegen. Und ihr seid bei ihr oder bei dir zu Hause. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das ins Schlafzimmer zu verlegen. Du kannst, die Worte sind dabei egal. Du kannst die Hoffnung darauf setzen, dass ihr jetzt ins Schlafzimmer geht und es erwarten, weil es ja jetzt endlich soweit ist, wodurch du vielleicht sowas sagst wie, wollen wir jetzt zu dir ins Schlafzimmer gehen? Oder du kannst sagen, ich weiß nicht, ob wir jetzt ins Schlafzimmer gehen sollten. Bin mir nicht so sicher. Wie siehst du das? Beides ist ein Impuls, aber Letzteres baut überhaupt keinen Druck auf. Letzteres ist ganz entspannt, es bleibt in dieser spielerischen Note. Es bleibt dabei, dass sie genauso einen Schritt auf dich zu gehen kann. Da ist der Raum dafür da, dass sie auch einen Impuls setzen kann, dass sie dir hinterherjagen kann. Ja? Das ist ein gesunder Tanz. Verführung, sagen wir sehr oft, ist wie einer dieser Tänze, bei dem du einen Impuls setzt und danach bewegt sie sich und danach bewegst du dich und ihr seid natürlich synchron, aber keiner jagt oder drückt den anderen Menschen irgendwie hin und her, sondern das sind kleine Impulse, die du hier und da setzt und bei der sie dann die Möglichkeit hat zu sagen, ja, die Idee ist nicht schlecht, das gefällt mir, ja, vielleicht sollten wir ins Schlafzimmer gehen. Und dadurch verführt ihr euch beide gegenseitig. Ja, dieser Raum, der muss da sein. Wenn du den Raum nicht kreierst, dann kann sie diesen Raum auch nicht ausfüllen. Dann kann sie sich nicht in dich verlieben, ja, weil du schon die ganze Arbeit vorgemacht hast. Ich mag deinen Vergleich mit dem Tanzen. Es ist führen lassen, es ist ein Geben und Nehmen, es ist Druck und wieder Rückzug. Es ist alles drin. Es ist dynamisch, es ist in Bewegung. Finde ich geil. Ja, ich meine, stell dir mal vor, wir sind in einer Situation auf der Arbeit und du möchtest gerne mit dieser einen Frau, die jetzt, in der du schon mehrmals Pausenraum dich unterhalten hast, möchtest du gerne, dass ihr euch mal auf einem Date wiederseht. Ja? Und ihr habt Nummern ausgetauscht und ihr schreibt miteinander. Da haben wir übrigens noch eine zweite Frage, die gleich kommt, wie du in solchen Fällen, wenn sie sich nicht mehr meldet, wie du dann ganz konkret darauf eingehst. Darüber werden wir gleich reden. Aber jetzt möchtest du zunächst mal, dass ihr mit eurem Schreiben auf die nächste Stufe kommt, dass ihr euch auch auf einem Date wiederseht. Der Schritt zum Date ist der Schritt der Leichtigkeit, ist der Flirt, ist das Flirten. Das merkst du auch während der Interaktion mit ihr. Wenn sie nicht leichtherzig ist, wenn sie nicht lacht, wenn da nicht Lächeln dabei ist, sondern immer nur sehr ernste Gesichter und quasi wie ein Vertrag, den ihr schließt, okay, jetzt wollen wir uns treffen, wollen wir miteinander ausgehen, dann würde das niemals klappen. So, ein Flirt ist sehr leichtherzig und genauso ist es dann auch beim Schreiben. Genauso ist die gesamte Interaktion bis an euer Lebensende. Ja? Auch wenn ihr miteinander verheiratet seid und ihr habt 40 Jahre wunderschöne Ehe hinter euch, dann solltest du nie davon ausgehen, ja gut, ich habe sie ja schon geheiratet, wir sind ja, ist ja safe, also muss ich jetzt nichts mehr machen. Martha! Nein, bloß nicht. Schlafen wir heute Abend miteinander. Ist schon Donnerstag? Zieh dich schon mal aus. Genau, das ist doch nicht sexy. Sondern natürlich möchte sie auch von dir verführt werden, selbst wenn ihr schon 40 Jahre alt seid. Und dazu musst du diesen Raum bieten, einen sehr leichtherzigen Raum. Ja. Wie wir das natürlich machen, das ist natürlich eine sehr individuelle Frage, denn jeder zeigt seine Flirtiness auf seine eigene Art und Männer, die sehr verkopft sind, zeigen sie natürlich anders als Männer, die sehr extrovertiert sind und immer wieder nach außen gehen. Ich weiß, als introvertierter Mann, der immer wieder mit Schüchternheit umgehen darf, mit meiner eigenen Schüchternheit umgehen darf, weiß ich, dass meine Flirtigkeit sich ganz anders äußert als die Flirtigkeit jetzt zum Beispiel von dir, Makar.
Takako, der sehr outgoing und fun, ne, sehr, sehr, sehr witzige Persönlichkeit hat. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir nicht... Ich denke schon. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch flirten kann. Ja. Man kann es auch lernen, auch als schüchterner Mann. Dieser eine Spruch war nur ein Beispiel. Übrigens, wenn du wissen möchtest, wie du ein Gespräch, also ein Gespräch von Null auf beginnst, wenn du eine Frau irgendwo siehst und du möchtest gerne das Gespräch beginnen, möchtest ganz charmant mit ihr reden und du weißt einfach nicht, was du sagen sollst, dann gebe ich dir dort sehr gerne ebenfalls einen ganz konkreten Satz an die Hand und erkläre dir dort genau meinen Zugang, wie ich solche Gespräche beginne, in unserer aktuellen Podcast-Folge. Wenn du sie also noch nicht gehört hast, den Link, den findest du in der Beschreibung oder auch hier, wo du zur aktuellen Podcast-Folge kommst oder wo du zu unserem Podcast kommst, der jetzt gerade in der 9. Folge schon ist und mit der aktuellen Folge, wie du ein Gespräch mit Frauen ganz konkret beginnst. Ja. Den solltet ihr nicht verpassen. Der ist richtig toll. Dankeschön. Yes. Also, es geht um diese Leichtigkeit und es geht auch einfach um Raum geben. Ja? Nicht deine Erwartungen auf die andere Frau, auf die andere Person drauf zu projizieren. Es ist ganz wichtig, wir reden ja immer wieder von Druck. Druck ist ein Begriff, der viel von Männern nicht nur fehlverstanden wird, sondern auch falsch angewendet wird, weil sie dann sagen, okay, ich möchte keinen Druck auf die Frau ausüben. Und dann sehen sie zum Beispiel eine Frau, die gerade beim Shoppen ist oder im Park ein Magazin liest und dann denken sie, boah, wenn ich jetzt zu ihr hingehen würde, das würde sehr viel Druck ausüben. Das möchte ich nicht. Ich möchte ja nicht ihren Tag ruinieren. Und natürlich auch für so eine Situation habe ich dir ganz konkreten Satz gegeben, den kriegst du in der Podcast-Folge. Aber Druck ist in dieser Situation nicht, dass du mit ihr redest. Druck wäre in dieser Situation, dass wenn du mit ihr redest, dass du dann erwartest, dass etwas Bestimmtes passieren muss. Oh ja, dass sie dir ihre Nummer gibt. Dass sie dich mag. Dass sie dir keinen Korb gibt. Diese Erwartungshaltung, dass X passieren muss, das ist, was Druck ausübt. Und die einzige Art, wie du mit einer Frau so charmant und so attraktiv, selbstbewusst flirtest, sodass sie verrückt nach dir wird, sodass sie sich auch in dich verlieben kann, ist ohne Druck. Aber dennoch solltest du mit ihr flirten. Dennoch solltest du den ersten Impuls setzen. Dennoch solltest du diese Impulse setzen, damit das Ganze dann auch aufs Date sich verlagert und dann auch ins Schlafzimmer. Und das sind ganz wichtige Punkte, auf die du achten solltest, weil wir können alles auf der Welt machen, mit Druck oder ohne Druck. Und für Frauen und für uns Männer ganz genauso ist es am angenehmsten, wenn wir es erfahren, ohne Druck. Ja. Und das kann auch sehr leicht sein. Und wir dürfen immer und immer und immer wieder die Frauen oder eine bestimmte Frau dazu einladen, indem wir kleine Räume kreieren, die Frauen einladen, diesen Raum zu betreten, im übertragenen Sinne, und auch völlig fein damit sind, wenn die Frauen gerade auf diesen einen Raum keine Lust haben. Vielleicht gibt es einen anderen Raum. Wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, du weißt du was, ich fühle mich nicht gut. Auf der Arbeit irgendwie habe ich nur Stress gehabt und ich habe das Gefühl, ich muss mich heute mal ein bisschen mächtig fühlen. Weißt du was? Lass uns rausgehen auf den Spielplatz und kleine Kinder umschubsen und uns mächtig fühlen. Kommst du mit? Es ist natürlich nicht ernst gemeint, aber das sind die kleinen leichten Dinge. Bitte nicht nachmachen. Es geht auch manchmal nur. Bitte nicht nachmachen. Und nicht falsch verstehen. Das ist auch einfach. Ich habe gerade gelacht, Makako hat gerade gelacht. Wenn wir mit einer Frau reden würden, die gerade auf derselben Wellenlänge ist, hätte sie auch gelacht. Wenn das nicht dein Humor ist, dann gibt es auch noch ganz viele andere Sachen, die du natürlich auch sagen kannst. Aber du merkst, die Leichtigkeit ist das, was euch beiden die Möglichkeit gibt, aufeinander zuzugehen. Ja? Ein Tanz kann nur auf eine leichtherzige Art passieren. Wenn es zu starr ist, dann könnt ihr nicht miteinander tanzen. Dann stolpert ihr einfach über eure eigenen Füße. Ja. Zweitens. In der Sprachnachricht, in der Mitte irgendwo, kam auch ganz klar für mich heraus, dass er gesagt hat, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Oder war das nicht so mit falschen Entscheidungen? Dieses Bereuen, dass er irgendwie etwas falsch gemacht hat und immer wieder etwas falsch macht. Wenn du das öfters in deinen Interaktionen mit Frauen wieder siehst und wiedererkennst, dieses Gefühl von immer wieder etwas falsch zu machen, dann ist das auch ein kritischer Punkt. Darüber müssen wir unbedingt hier mehr Klarheit schaffen. Makako, du hast dazu einen Gedanken? Ja, mein Gedanke war so, okay, wie hart muss es in dem Moment für dich sein, dass du in diesem Gefühl bist, etwas
bereut zu haben oder was bereuen zu müssen. Und vor allem, wenn du dieses Gefühl immer und immer wieder hast, bei jeder Frau, die du triffst, mit jeder Frau, mit der du einen längeren Kontakt hast, dann sollten wir drüber reden. Aber Reue ist nicht gesund für dich. Ist ja klar. Ja? Und du willst es ja nicht. Das führt dich halt aus deiner Leichtigkeit raus, aus deinem Spaß, den du ja haben sollst, wenn du mit Frauen flirtest und zusammen sein willst. Das ist für mich eigentlich der Kernpunkt aus deiner Frage, dass wir über deine Reue sprechen sollten. Also unbedingt mal anrufen. In der Charisma-Analyse. Ja, in der Charisma-Analyse. Und das gilt ja auch für alle anderen. Wenn ihr das Gefühl habt, immer und immer wieder denselben Fehler zu machen, und wir sprechen noch gar nicht davon, dass es Fehler sind, und ihr immer das Gefühl habt, falsche Entscheidungen zu treffen, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, den wir angehen sollten. Siehst du das nicht genauso? Wenn du immer wieder an den Punkt kommst, dass du glaubst, ich mache doch hier alles verkehrt, dann kann es daran liegen, dass du immer wieder einen Fehler machst und dir dessen auch einfach bewusst bist. Und dann sollten wir den Fehler mal genau ergründen. Oftmals merken wir aber nicht, dass der eigentliche Fehler ganz woanders liegt. Dass der eigentliche Fehler gar nicht darin liegt, dass du zum Beispiel jetzt in seinem Fall immer wieder an die Falschen gerätst oder dass keine Frau sich in dich verlieben möchte, sondern dass der Fehler eigentlich ganz woanders liegt, sondern wie wir jetzt gerade besprochen haben, dass der Fehler im Druck liegt und in der Entspanntheit, in der du an die Sache herangehst. Jetzt gibt es da natürlich 1000 verschiedene Tipps, die ich dir da geben könnte, wie du entspannt an diese Sache herangehst und gleichzeitig aber auch Impulse setzt, nach vorne gehst und auch Frauen ansprichst, Frauen kennenlernst, Frauen dich ansprechen können, weil du dieses Charisma ausstrahlst, dass dann die Arbeitskollegin, dass du gar nicht wirklich sie fragen musst, ob sie mit dir auf ein Date gehen möchte, weil sie schon von sich aus gesagt hat, hey, wollen wir uns nicht mal treffen? Ja, das ist etwas, was bei uns natürlich im Coaching immer wieder zu hören ist. Das hat zum Beispiel neulich der Paul auch wieder erzählt, dass der Paul mit seiner Beziehung, wo er jetzt für seit mehreren Monaten zusammen war, dass er dort erfahren hat, dass sie diejenige ist, die am Anfang unbedingt ihn wieder sehen wollte. Ja, dass sie diejenige ist, die immer wieder diese Impulse gesetzt hat, weil er einfach so eine tiefe Verbindung aufgebaut hat, weil er so sehr Vertrauen bei ihr erweckt hat, dass sie einfach nicht anders konnte, als das Gefühl zu haben, er ist so besonders. Also wo finde ich denn so einen Mann? Das ist einer unter Tausenden. Wie soll ich so einen Mann jemals wiederfinden? Und dann hat sie diese ganzen Impulse nach vorne gesetzt, weil sie so ein tiefes Vertrauen und so eine tiefe Verbindung mit ihm gespürt hat. Ja. Diese tiefe Verbindung, die ist natürlich unser Steckenpferd, ne? Da steht es ja auch, aber das erreichen wir nicht, indem du jetzt einen weiteren Spruch an die Hand bekommst oder einfach hier jetzt gerade erfahren hast, das liegt am Druck, sondern wir müssen natürlich bei dir auch einfach herausfinden, was ist denn der eigentliche Grund, dass du diesen Druck ausübst, was ist denn der eigentliche Grund, woran die Sache liegt und was sind die nächsten Schritte, die du ganz konkret machen kannst, sodass du auch selbstbewusst nach vorne gehst. Das machen wir in der Charisma-Analyse. Ja, also wenn du möchtest, dass wir uns 45 Minuten mit dir ganz persönlich hinsetzen und du dort einen konkreten Leitfaden an die Hand bekommst, wieso es bisher nicht funktioniert hat und was du ab jetzt konkret tun kannst, worauf du auch konkret achten kannst, wenn Frauen mit dir reden, was vielleicht dir noch gar nicht aufgefallen ist, wieso sie eigentlich schon längst auf dich steht und was die Interessenssignale sind, die du dann anfängst natürlich auch für dich zu verwandeln. Ja, das sollten wir unbedingt auflösen. Das machen wir in der Charisma-Analyse. Hier oben findest du den Link, einfach draufklicken auf der nächsten Seite, dir einen Tag und also Datum aussuchen und eine Uhrzeit und dann reden wir miteinander. Habe ich erwähnt, dass es kostenlos ist? Draufklicken. Okay, bist du bereit für die zweite Frage? Das ist eigentlich eine ähnliche Thematik, da geht es auch darum, dass eine Frau das Interesse verloren hat. Ich spiel sie mal ab. Jo, also meine Frage, also da gab es eine Frau, mit der habe ich nicht richtig gut verstanden, zweimal telefoniert. Sie hat viel investiert, sie hat immer auch sofort gleich zurückgeschrieben, war begeistert von mir, hat alles war einfach schon so eine richtig geile Connection da vorm ersten Date und das alles vorm ersten Date, also wir waren schon richtig heiß aufeinander und aber es hat irgendwie mit dem ersten Date hat es irgendwie aus unterschiedlichen Gründen irgendwie nicht hingehauen und dann wollten wir uns treffen. Hatten wir eigentlich schon was vereinbart gehabt. Und von jetzt auf nachher hat sie halt nicht mehr investiert oder war halt nicht mehr so heiß darauf.
Genau. Und die Frage, die ich mir frage, warum? Ha. Kennen doch die meisten, oder? Oh, sehr, sehr viele Erinnerungen von früher. Viele Erinnerungen werden wach. Und nicht nur Erinnerungen werden wach, sondern sowas passiert auch mir heute noch. Denn du musst eine Sache verstehen. Attraktive Menschen haben viel um die Ohren. Das liegt nicht daran, dass du nicht gut genug bist. Das liegt nicht daran, dass sie dich nicht mochte. Das liegt nicht an dir. Es ist wirklich die Wahrheit. Es liegt einfach nur daran, dass sie so viel um die Ohren hat, was ja gut ist, was du ja auch möchtest von einer potenziellen Partnerin, dass sie ihr eigenes Leben hat, dass sie glücklich ist in ihrem eigenen Leben, dass sie auch selbstbewusst ist, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass sie dir irgendwann hinterher rennt. Der die Frage eingesendet hat, der hört sich jetzt nicht so an, als ob er ihr hinterhergerannt ist. Aber das ist natürlich immer eine Gefahr und eine Frage, die du dir natürlich auch stellen solltest. Hat sie ihr Interesse verloren wie der erste Fragesteller, weil er zu viel Druck ausgeübt hat? Oder hat es sich einfach ganz organisch auseinandergelebt? Wenn es sich ganz organisch auseinandergelebt hat, weil sie einfach sehr viele andere Sachen um die Ohren hatte und dann hat sie nun mal in den nächsten Wochen, weil es einfach nicht hingehauen hat, irgendwann jemand anderen kennengelernt, mit dem sie ebenfalls eine tolle Connection hatte, dann ist das normal, dann ist das zu erwarten. Attraktive Menschen lernen attraktive Menschen kennen. Und das ist wirklich eine andere Perspektive, die wir einnehmen sollten, weil du möchtest ja attraktiv sein. Du möchtest ja davon ausgehen, dass du ein attraktiver Mensch bist. Das heißt, es sollte für dich ebenfalls ganz normal sein, dass du mit vielen Frauen schreibst, dass du dich mit mehreren Frauen triffst und dass du dir deine Optionen, bis du dann dir sicher bist, dass du mit ihr eine Beziehung wagen möchtest, weil zum Beispiel einfach die Verbindung wirklich, wirklich besonders ist und von den anderen Frauen hast du diese Verbindung nicht gespürt. Ihr habt eure Werte sind im Einklang und der Sex ist gut. Ja, und ihr seid auch auf der sexuellen Ebene auf einer Wellenlänge. Wenn da mehrere Faktoren dafür sprechen, dass du sagst, weißt du was, mit dir möchte ich's mal probieren. Ja, auch hier wieder, dass du dir nicht sicher bist, ob sie die eine ist, sondern du hast dich entschieden für den nächsten Impuls, dass du es mit ihr probieren möchtest. Na, mal gucken. Ja, weil du sehr viel Potenzial für diese Beziehung siehst. Wenn du an diesem Punkt bist, dann ist natürlich auch okay, dann die anderen Dates oder die anderen Damen, dass du denen dann auch sagst, so, hey, es tut mir sehr leid, aber ich habe jetzt jemanden gefunden. Aber selbst wenn du nicht dazu kommst, weil du zum Beispiel mit der einen Frau nur ein paar Mal geschrieben hast oder selbst wenn ihr ein paar Wochen geschrieben habt, aber ihr habt euch noch nie getroffen, dann würdest du ihr vielleicht auch nicht wirklich eine formelle Absage schreiben, sondern es würde sich vielleicht auch ganz organisch entwickeln, dass du mit ihr immer weniger schreibst, immer weniger, sie auch immer weniger schreibt und dass sie dann auch keine Impulse für ein neues Treffen mehr macht. Und dann, ja gut, dann ist es einfach nicht passiert und das ist okay. Und das ist die Situation, in der wunderschöne Frauen oft stecken. Irgendwann schreiben sie weniger, weil sie etwas anderes kennengelernt haben, jemand anders kennengelernt haben. Und der Mann, den sie ursprünglich kennengelernt haben, der setzt dann auch immer weniger Impulse. Und da gibt es, die Frage ist immer, was kann ich dagegen machen? Ja, was kann ich machen, damit das nicht mehr passiert? Und die Antwort, die eigentlich logisch wäre, denken wir zumindest, ist, okay, ich muss dafür sorgen, dass sie sich mit mir trifft. Und damit sind wir wieder bei der emotionalen Abhängigkeit und der Leichtigkeit, weil warum musst du denn dafür sorgen? Warum ist es nicht okay? Warum gönnst du ihr nicht einfach, dass sie jemanden kennengelernt hat, zu dem es vielleicht noch besser passt? Ja, das sollte doch eine sehr, sehr gebende und wertschätzende Einstellung sein, die du doch an den Tag legen würdest, wenn du diese Auswahl hättest und du ebenfalls 3-4 Frauen jetzt gerade triffst, von denen alle das Potenzial haben, mit dir zusammenzukommen, weil die alle so toll sind. Ja? Das sollte doch die Norm sein, dass du diese Freiheit hast, dass du dieses Geberische an den Tag legen kannst. Und wenn du das könntest, dann würdest du dir nicht die Frage stellen, wie kann ich das bei der einen noch drehen? Ja, so das ist das eine. Das andere ist, was kannst du denn machen? Ja, es gibt natürlich Dinge, die du tun kannst. Ja,
Das sind jetzt ganz konkrete Sachen, wo ich aber einfach deine persönliche Situation wirklich analysieren müsste, weil es gibt Männer, die schreiben halt solche langen WhatsApp-Texte und die Frau antwortet so kurz und da ist es sehr schnell zu erkennen, warum diese Frau dann ihr Interesse verloren hat. Also da, das liegt dann einfach an ganz klar, dass du sie erdrückt hast, ähnlich wie der Mann, der die erste Frage gesendet hat. Ja, also das jetzt mal ausgeklammert, aber da kann es 100 verschiedene Gründe geben, ja. Aber natürlich gibt es dort einen Best Practices Leitfaden. Also Best Practices bedeutet auf Englisch die Art, wie man es am schönsten macht, am besten macht. Und der ist tatsächlich einfach eine ausgewogene Mischung aus Leichtigkeit, Impulsen setzen und dann auch in die Tiefe gehen. Ja? Grundsätzlich sollte das Chatten, das Schreiben mit einer Frau, nicht dafür da sein, mit ihr eine Brieffreundschaft aufzubauen. Du kannst immer sehr schnell erkennen, ob du mit einer Frau eine Brieffreundschaft hast, wenn diese Nachrichten A, sehr lang sind und B, sich auch sehr formell anhören. Hallo Monika, ich hoffe, dir geht es gut. Ja, in dem Urlaub habe ich dies und das erlebt. Ich habe außerdem dort auch sehr viele Muscheln gesehen. Magst du Muscheln? Manchmal habe ich das Gefühl, dass bla 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 bla. Und es geht einfach nur um einen Briefaustausch. Du stellst ihr 3-4 Fragen, beantwortest ihre 3-4 Fragen und ihr lernt euch per Brieffreundschaft kennen. Das ist nicht der Sinn vom Schreiben, vom Chat mit einer Frau. Wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert. Der Sinn vom Schreiben, Chatten mit einer Frau, ist, dass ihr euch trefft. Dass ihr euch in Person kennenlernen könnt. Und das machst du, indem du ganz easy einfach nur ein paar kleine Sachen machst. Du behältst die Unterhaltung leichtherzig, also angenehm, spaßig, sodass ihr beide Spaß daran habt, miteinander zu kommunizieren. Da gibt es mehrere Sachen, auf die wir achten müssen. So, wie knackig ist deine Antwort? Viele Menschen denken, ja, wenn ich mehr schreibe, dann hat sie doch mehr, auf das sie eingehen kann, oder? Mehr Material, mit dem sie arbeiten kann. Aber das ist nicht so. Dann ist es wieder erdrückend. Oft ist weniger mehr. Manchmal ist eine gut platzierte Nachricht einfach nur eine Zeile lang. Oder nicht mal eine Zeile, ein Wort oder ein Emoji manchmal, ist manchmal die genau richtige Antwort. Und manchmal bist du gar nicht, also ist oft sogar der Fall, dass du gar nicht auf alle ihre Fragen Antworten brauchst. Ja, denn vertrau mir, sie lässt sich auf deinen Schreibstil ein. Wenn du eine Brieffreundschaft initiierst, also diese langen Nachrichten, wo man auf alle ihre Fragen antwortet und du ihr wiederum ganz viele Fragen stellst, dann wird sie, wenn sie dich mag oder wenn sie offen ist dafür, dich kennenzulernen, dann wird sie darauf zunächst mal eingehen und deinen Schreibstil emulieren, nachmachen. Das passiert ab und zu, und wenn dann das Ganze nicht klappt mit dieser Frau, ja, dann bist du richtig frustriert, weil du denkst dir, boah, wir hatten doch eine richtig tolle Connection, oder? Und jetzt mag selbst sie mich nicht. Verdammt, jetzt ist auch das nicht. Hat das nicht geklappt und ist im Sande verlaufen. Gerade die Männer, die auf Parship investiert. Es ist schlimm. Gerade die Männer, die auf Parship oder Elitepartner auf solchen Plattformen unterwegs sind, die haben sehr wenig Auswahl, weil sie dann eben nur diese eine Frau kennenlernen, also nur diese eine Frau vorgesetzt bekommen im Algorithmus, wo sie dann wirklich davon ausgehen, okay, die Frau müsste doch zu mir passen, oder? Und dann stellen sie all diese Fragen und dann wird daraus nichts. Und es wird nichts, weil du einfach zu wenig Auswahl hattest, ja? Das sind Probleme, die Menschen haben, die nicht viel Auswahl haben. Wenn du viel Auswahl hast, wenn du mit ganz vielen Frauen schreibst, dann wäre es auch ganz normal, dass deine Nachrichten kürzer sind. Weil du hast ja nicht so viel Zeit in deinem Tag. Du hast ja auch einen Job, du hast ja auch Freunde, du machst ja spannende Sachen. Sondern wäre es ganz normal, dass du mal eine längere Nachricht von ihr kurz überliest und dann nur auf eine Frage antwortest. Oder einfach nur antwortest, haha, ich mag deinen Stil. Und dann nichts mehr schreibst, ihr das abschickst und dein Handy weglegst und dann irgendwie weiter irgendwas anderes machst. Das wäre ganz normal. Und dann sieht sie das und hat das Gefühl von, oh, der ist ja attraktiv, der ist ja anziehend, irgendwie hat er was. Er hat ein eigenes Leben. Er ist jetzt gar nicht auf alle meine Fragen eingegangen. Warum? Irgendwie hat er etwas. Wortwörtlich. Er hat etwas, deswegen ist er nicht auf alle meine Fragen eingegangen. Zum Beispiel, ja, das bedeutet nicht, dass du sie nach Strich und Faden ignorieren solltest. Aber das sind viele dieser Signale, die ich dann eben in einer Charisma-Analyse ganz genau auseinanderbrechen kann, wie das bei dir aussieht, ja, und warum das der Fall ist. So, das Leben einer attraktiven Person ist nun mal so, dass du irgendwann
dass du nicht jeden Menschen treffen kannst, ja, weil du dann andere Menschen triffst und einfach andere Sachen zu tun hast. So, Best Practices, der beste Weg, das zu machen, ist ein ganz bestimmter Schreibstil, also auch eine Art, mit Frauen zu kommunizieren, die sehr anziehend ist, die attraktiv ist, weil du ein Mensch bist, der attraktiv ist. Und wenn du noch nicht das Gefühl hast und du noch nicht diese Resultate siehst, dass du ein Mann bist, der attraktiv ist, dann müssen wir daran arbeiten, dass deine ganze Kommunikationsgebärden, dass die sich wieder dem Mann angleichen, der eigentlich in dir steckt. Also ein Mann mit Auswahl, ein Mann, der anziehend ist, ein Mann, der auch sie ein bisschen auf den Arm nehmen kann und das Ganze locker leichtherzig sieht, weil er eben nicht denkt, oh, sie ist die eine, ich darf sie auf gar keinen Fall verschrecken, das darf man doch nicht schreiben, das sind solche Sachen, die ich immer wieder höre, das darf man doch nicht schreiben, das wäre doch viel zu früh, das wäre unangebracht, verschreckt sie das nicht und. Ja, ist das nicht respektlos? Was könnte sie denken? Ist es nicht respektlos, wenn ich ihr nicht darauf antworte? Und. Das sind alles Dinge, die du nur denkst, weil du nicht wirklich unabhängig an die Sache herangehst. Wenn du mit deinen Freunden schreibst, deinen Kumpels, dann machst du dir doch bestimmt auch nicht so einen Kopf. Habe ich recht? Richtig. Aber bei ihr machst du dir so einen Kopf. Warum? Weil du Erwartungen an sie hast. Ja, so, Erwartungshaltung ist eine Sache. Wie kannst du diese Anziehung erzeugen, also diese anziehende Art von Schreiben an den Tag legen? Und es kommt ganz auf deinen eigenen Flirt-Typ an. Ja, da nochmal, hier oben findest du den Link für die Flirt-Typ und Charisma-Analyse, wo wir deinen eigenen Flirt-Typ ganz genau unter die Lupe nehmen. Und als zweites, ja, wenn du dann mit ihr schreibst und ganz leichtherzig und flirty schreibst, dann liegt es natürlich auch daran, dass du Impulse setzt, also konkrete Impulse für das Date. Und ich kenne genügend Beispiele von Männern, mit denen ich in der Charisma-Analyse geredet habe oder dann auch bei uns in der Flirt-Masterclass im Coaching, gerade in den ersten Wochen, wenn sie noch keine Erfahrungen mit Frauen gemacht haben und jetzt erst reinkommen in dieses neue selbstbewusste Dasein, wo sie mit Frauen flirten und auf einmal ihr Kopf explodiert, weil alles so neu und so aufregend ist, aber sie dort noch nicht sich mit Frauen treffen, aus einem ganz bestimmten Grund, ja, weil wir sie dort noch nicht in dieses Wasser schubsen, sondern das machen wir progressiv, Step by Step. Ja, ganz entspannt kommst du dort natürlich dann auch mit Frauen in Kontakt, mit denen du dann auch ausgehst. Aber gerade dann, wenn du noch nicht diese Fülle an Erfahrungen mit Frauen gemacht hast, dann hast du auch noch nicht die Erfahrung, wie konkret eigentlich ein Date ausmachen aussieht. Und um ein Date auszumachen, sind ganz konkrete Sachen gefragt. Ja. Da ist gefragt, dass du konkreten Tag, Uhrzeit wirklich schwarz auf weiß auch ausgemacht hast, dass du auch wirklich gesagt hast, was ihr dort machen werdet. Und dann natürlich, dass wenn der Tag gekommen ist, dass du ihr dann auch nochmal eine kleine Erinnerungsnachricht schreibst. Ja? Sowas wie, hey, heute Abend steht noch an. Oder ich werde mich später ein bisschen verspäten, ich hoffe, das ist okay. Wie auch immer du das machst, es gehört dazu, dass das Treffen glasklar ist. Dass das Treffen nicht in der Glaskugel interpretierbar ist. Ja, wir haben doch gesagt, dass wir uns mal treffen könnten. Das ist kein Date ausmachen. Das ist einfach nur Träumerei. Wie war das? Ja, ich weiß nicht. Und bitte nicht fragen. Ja, ich weiß nicht, was würdest du denn gerne machen? Wann hast du denn Zeit? Wo möchtest du denn gerne hingehen? Nein, übernimm bitte die Führung. Und wenn, es muss nichts Besonderes sein. Morgen 18 Uhr eine Eisdiele. Eisdiele macht um 17 Uhr zu, ist egal. Aber gib was vor. Bitte. Ja, so, das sind diese Sachen. Wie schaffen wir dir dann ein Leben, wo dich diese eine Frau, die dann nicht mehr schreibt, nicht mehr kirre macht, weil du ganz viele andere Frauen gerade in der Warteschlange hast, die sich mit dir treffen wollen, die sich auch für dich ins Zeug legen? Ja, das ist natürlich eine Kombination all dieser Sachen. Es gibt nicht diese eine Sache, die du ab sofort tun solltest, denn es sind natürlich verschiedene Dinge, die dein Leben zu einem neuen, auf ein neues Level heben, wo du dir keine Sorgen um Frauen machst, weil Frauen einfach ein normaler, alltäglicher Bestandteil deines Lebens sind. Oder eben diese Zuneigung und das Gefühl, dass Frauen dich mögen, die die Möglichkeit geben, dass du selbstbewusst dann bei der einen Frau sagst, weißt du was, mit dir möchte ich das Ganze ausprobieren. Ja, und dann kannst du auch mit einer Frau ganz konkret zusammenkommen, eine wunderschöne Beziehung erleben, mit ihr schlafen und dann auch Pläne für die Zukunft machen. Das geht, das ist möglich. Das kannst du. Das ist nichts, was alles, was wir heute gesagt haben, ausschließt. Ich möchte das ja auch für dich. Es geht ja darum, am Ende des Tages geht es ja um diese tiefe Verbindung, um wirklich jemanden kennenzulernen, der auch zu dir passt, wo du das Gefühl hast, wir könnten zusammen alt werden.
Das ist romantisch. Das ist, ich bin ein Romantiker der alten Schule. Das bin ich auf jeden Fall und das solltest du auch sein. Ein echter Mann, auch wenn es manche nicht zugeben wollen, ein echter Mann ist romantisch. Die Frage ist nur, was ist wirklich romantisch? Und das ist vielleicht eine Frage, die wir in der kommenden Folge lösen werden, denn da gibt es auch sehr viel darüber zu sagen. Ich meine, wir haben auch in der vorletzten Folge darüber geredet. But anyway, mein Lieber, wenn ich dir dabei helfen soll, dass du auch dieses Charisma, das schon immer in dir gesteckt hat, endlich nach außen transportieren soll, ja, dass du der Mann bist, den die Frau anspricht, dass du der Mann bist, der sich keine Sorgen machen muss, warum die Frau nicht mehr antwortet, weil genügend Frauen ihm gerade schreiben und dass diese eine Frau, die er wirklich mag, dass er bei ihr sich keinen Kopf machen muss, sondern dass er sie genauso behandelt wie seine Freunde, wie seine Kumpels, weil er so viel Selbstbewusstsein kultiviert hat. Wenn du dieser Mann wieder werden möchtest, der du als Kind schon mal warst, den du aber nach langer Zeit irgendwann vergessen hast, wie du dieser Mann sein sollst, dann komm in die kostenlose Flirt-Tipp- Charisma-Analyse. Hier findest du den Link. Wir freuen uns auf dich. Ich freue mich auf die nächste Folge, in der ich dich hier wiedersehe. Bis dahin oder hier bis in den kommenden Tagen in der kostenlosen Charisma-Analyse in deinem Termin.